Heute seht ihr Zahnspange entfernen. Ich gehe zum ersten Mal in ein richtiges Nagelstudio. Ja, ich glaube, ich habe meine Farben. Und zwar diese hier sind super cute. Und ich kriege sogar eine neue Frisur. Herzlich willkommen in Ilias Welt. Endlich bin ich wieder da. Schön, euch wieder zu sehen. Also, ja, so wie ihr wisst ja, schön, euch wieder dabei zu haben. Heute gibt es ganz große Neuigkeiten. Und zwar, ich bekomme endlich nach 2 Jahren meine Zahnspange ab. Ich hoffe, da ist jetzt kein Essen drin. Aber ich bekomme jetzt endlich nach 2 Jahren meine Zahnspange ab. Das ist ein Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. 2 Jahre, Leute, wenn man normalerweise denkt, puh, in 2 Jahren passiert das und das. Diese 2 Jahre sind einfach puff, wie nichts vergangen. Ich weiß, dass viele in meinem Alter eine Zahnspange bekommen und deswegen wollte ich euch einfach ein bisschen was erzählen, wie es mir ging, um euch die Angst zu nehmen, ja, und euch Tipps zu geben, einfach wie es für mich war. Also ich hatte anfangs überhaupt keine Angst vor meiner Zahnspange. Ich war genauso wie, als ich erfahren habe, ich kriege eine Brille, war ich so, wann kriege ich es endlich, Wir hatten damals vor 2 Jahren, waren wir, glaube ich, gerade auf Ibiza. Und dann sind wir zurückgekommen und die Mama, ja, dann machen wir uns gleich einen Termin für die Zahnspange auf. Ich musste dann noch einen Monat warten oder so. Und dann habe ich richtig geheult, weil ich endlich meine Zahnspange haben wollte. Weil ich war immer so, je früher ich krieg's, desto früher kriege ich es wieder runter. Genau, und am Anfang ging es mir super. Man hat total schnell gemerkt, wie sich meine Zähne verrutscht haben. Natürlich, die ersten 2 Tage haben mir sehr, sehr weh getan. Aber ich habe gleich am ersten Tag was gegessen, also gebissen. Das waren natürlich Schmerzen, aber es ging mir dann sofort gut. Ich hatte nur einen Tag Schmerzen und den zweiten Tag nicht mehr so starke. Aber natürlich, weil das neu fürs Gebiss ist, das zieht sich zusammen. Das ist ganz normal, also nicht Panik schieben. Genau, mit der Routine, mit dem Zähneputzen, ja, das muss man halt eben leider machen. Das ist ein bisschen ein Aufwand, jeden Abend mit diesen kleinen Zahnbürsteln da noch dazwischen zu gehen. Aber ich habe vor, das zukünftig noch immer weiter zu machen, das mit meiner kleinen Zahnroutine, dass meine Zähne wirklich schön gepflegt sind, weil Leute, Zähne hat man nur einmal im Leben und die sollte man gescheit pflegen. Also die, wenn die Milchzähne rausgeflogen sind, also ich nenne sie immer die Erwachsenenzähne. Die bleiben dann eben ein ganzes Leben lang und passt wirklich gut drauf auf. Genau. Was war noch? Also die Zahnspange stand mir auch überhaupt nicht im Weg. Wie ihr seht, ich habe YouTube ganz normal weitergemacht. Ich habe die ein oder andere Filmrolle sogar bekommen mit Zahnspange. Da gab es kurze Diskussionen mit der Regisseurin, weil sie nicht wusste, dass ich eine habe. Und ich erst auch gesagt, ja, passt. Und sie so, du hast eine Zahnspange. Und ich so, ja, es ist ein Problem. Sie so, nein, muss man nur angeben. Das stand da irgendwie nicht dabei oder so, aber jetzt kann ich sie ja wegmachen, weil ich krieg sie ja morgen ab. Genau, also das stand mir überhaupt nicht im Weg. Und auch wegen den Sachen zum Essen. Ja, es heißt halt immer kein Karamell, kein Popcorn, kein Kaugummi und so. Ich habe mich extrem zurückgehalten. Ich habe viel weniger Popcorn, viel weniger Kaugummi und viel weniger Karamell gegessen. Also Karamell, glaube ich, habe ich gar nicht gegessen, weil das wirklich total pickt. Popcorn habe ich ab und zu Nein, überhaupt nicht oft, weil ich auch überhaupt nicht im Kino war, weil alles zu war. Das war sehr praktisch. Also habe ich auch nichts gegessen. Und Leute, wenn ich es mal esse, keine Panik schieben. Bei mir ist nie was abgebrochen oder so. Esst es einfach nur vorsichtig. Und Kaugummi passiert im Grunde eigentlich auch nichts. Von daher kaut euren Kaugummi. Also keinen super harten, sondern einfach nur den ganz normalen. Aber mal schauen, das muss jeder für sich selbst rausfinden. Also bei mir hat alles super gut geklebt. Wovor auch noch viele Angst haben, was ich jetzt gar nicht so im Kopf hatte, bis ich das mal gehört habe, dass man Angst hat, wenn das Bracket abbricht, dass der Kleber so eine weiße Stelle oder so ist. Nein, das ist nicht so. Also wenn das Bracket abbricht, bricht es mit dem Kleber ab. Und wenn es abbricht, einfach zum Zahnarzt gehen. Die sind nicht böse, die kleben das wieder dran und ihr seid wieder fertig. Und ich schaue generell jetzt so aus, wie ich jetzt aussehe zum letzten Mal, denn morgen gibt es auch eine kleine Veränderung für mich, weil, boah, meine größte Angst gerade ist, dass der Zahnarzt dann kommt. Nee, du Ilia, das braucht schon noch eine Woche. Machen wir noch eine Woche drauf. Wenn das passiert, dann kriege ich einen Heulkrampf. Aber ich mache generell ein bisschen was neu an mir. Also merkt euch die alte Ilia. Ich bin jetzt hier noch mit Brillen, nicht ganz gewaschenen Haaren, meiner Zahnspange. Morgen schaue ich schon ganz anders aus, wer weiß. Aber ich halte euch natürlich am Laufenden. Ich nehme euch morgen den ganzen Tag mit, was passiert. Und Leute, das ist nicht die einzige Neuigkeit, die passiert, sondern auch die Arwen und ich kommen endlich mal nach Deutschland! Genau, endlich nach so einer langen Zeit, nach 17, 18, 19, 20, nein,
17, 18, 19. Sagen wir es einfach, nach sehr, sehr vielen Jahren kommen wir endlich nach Deutschland, euch, unsere lieben Fans, besuchen, weil wir machen eine Tour mit unserem Schülerkalender, den wir gerade rausgebracht haben, und signieren ihn dort. Also wenn ihr einen Schülerkalender habt, dann nehmt ihn auf jeden Fall dorthin mit. Weitere Infos gibt's ganz bald. Genau. Und jetzt werde ich schlafen gehen, weil ich kann es kaum mehr erwarten, dass ich sie morgen abbekomme, meine liebe Zahnspange. Noch kurz einmal, wie ich... Das kann ich nur noch zum letzten Mal heute machen. Der letzte Tag, wo ich das heute machen kann. Sagst du dit? Aber hör mal. Genau. Ja. Ich werde sie, glaube ich, schon ein bisschen vermissen. Weil das war schon immer so... War schon cool. Naja, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. So, ich sitze jetzt schon im Auto und ich bin schon richtig aufgeregt. Ich hoffe, wir kommen rechtzeitig an, weil ich habe um 10 Uhr den Termin und es ist jetzt 9:19 Uhr, oh Gott. Und überall sind Baustellen und überall Traktoren und so. Und ich habe jetzt auch gerade rausgefunden, dass unsere Teststraße erst um 15 Uhr aufmacht. Warum erst um 15 Uhr? Deshalb fahren wir weiter und schauen, ob wir noch eine andere Teststraße finden und gehen dort jetzt noch schon testen. Weil ich habe zwar schon die erste Impfung, aber ich bin noch nicht 22 Tage geimpft. Genau, deswegen ist es ein bisschen blöd, aber ich hoffe mal, dass wir rechtzeitig ankommen. So, ich stehe jetzt schon vorm Zahnarzt und ich bin mega aufgeregt. Es kommt immer näher, aber es ist schon, 59. Ich muss mich beeilen. Maske auf, anläuten und hinein. Wenige Minuten später sitze ich schon auf dem Zahnarztstuhl und werde behandelt. Also noch nicht ganz, aber gleich. In dem Moment kommt auch mein Testergebnis. Alles okay. Jetzt wird's spannend. Die Spange wird losgeschnitten. Alle sehen, wie ich ausschaue. Nur ich habe mich immer noch nicht gesehen. Ich will es auch. Achso, ich werde es zum Spiegel noch mal. Das habe ich Angst. Hey, da bin ich fast ein wenig gerührt. So Leute, wie ihr seht, Zahnschwange ist jetzt ab. Ich weiß noch nicht ganz, was ich dazu sagen soll. Ich finde es natürlich wunderschön, aber es ist so ungewohnt für mich. Ich hatte davor immer dieses Silberne da und das hat meine Zähne ein bisschen versteckt, aber jetzt sieht man sie so ganz stark. Das ist halt Neuland für mich. Aber meine Mutter und ich, wir haben gerade beschlossen, dass wir heute einen richtigen Beauty-Tag machen, weil das halt so ein tolles Erlebnis ist mit der Zahnspange ab und ich wollte Veränderung, weil ich jetzt eine neue Ilia bin, natürlich noch die alte, aber so ein bisschen was vom Aussehen verändern. Und deswegen haben wir uns jetzt, sind wir danach noch beim Friseur, aber wir machen uns jetzt noch die Nägel. Und so mache ich die diesmal echt professionell im Nagelstudio. Natürlich nicht richtig lange, sondern nur so ganz kurze, weil länger darf ich sie noch nicht haben. Das mögen meine Eltern nicht und das verstehe ich auch total. Ich kann sonst auch überhaupt nicht umgehen damit und so. Und ich bin auch schon getestet, das heißt, ich kann mich jetzt frei bewegen. Ich bin ein freier Mensch. Ich bin halt getestet und ich bin schon total aufgeregt. Ich freue mich schon total. Ich zeige euch dann noch gleich, das kann ich, das habe ich am Handy, aber ich zeige euch dann, welches Design ich mir gedacht habe. Ich blende es euch dann kurz ein. Also warte, jetzt blende ich euch kurz mal das Design ein. Ich lasse hier neben mir extra viel Platz. Was ich mir so vorgestellt habe, genau so möchte ich sie gerne. So ein bisschen farblich abgestimmt, ein bisschen so Sommerfarben und so. Und ich gehe mir ja dann auch noch die Haare schneiden. Und zwar habe ich mir überlegt, einen
Wolf, einen Wolf, Wolf-Katze machen. Ihr wisst, was ich meine. Also von oben so runter, dass es da so ein bisschen mehr Volumen in meinem Haar ist, weil eigentlich bin ich immer so eine Spaghetti, wo alles so runterrinnt. Aber ich wollte mal was Neues probieren, ein bisschen mehr Volumen in meinen Haaren haben, weil ich glaube, das steht mir ganz gut. Und viele Freunde von mir haben auch gesagt, das wird mir stehen. Deswegen, und ich habe auch die Zusage von meinen Eltern. Das heißt, ich will einen Wolf-Cut probieren. Oh Gott, das ist so viel Veränderung heute. Ich bin gespannt, wie ich am Ende des Tages aussehe. Wirklich wie ein echter Wolf mit meinen Nägeln und dann mit den Haaren. Keine Zahnspange mehr. Aber ja, es ist total spannend alles. Schuppdiwupp sitze ich schon im Nagelstudio. Zuerst werden meine Nägel aufgeraut, damit die falschen Nägel später gut draufkleben. Ich bin total aufgeregt, weil ich habe da, wir haben sowas in Shanghai, Bangkok und so gemacht. Und das ist total cool hier. Ich bin richtig gespannt, wie es aussieht. Dann werden ganz lange Nägel angeklebt. Und diese werden dann wiederum abgeschnitten auf meine gewünschte Länge. So, die eine Hand von mir wird jetzt gerade gefeilt schon und ich muss mir seine Farbe aussuchen. Ich möchte eigentlich Pastellfarben haben. Und das haben sie auch super gut. Ich habe auch schon 4 Farben. Nur bei der Orange bin ich ein bisschen unsicher. Da gibt es 2 Farben, die ich mega gut, also 3 Farben, die ich mega gut finde, aber ich glaube, das ist mir zu wenig Pastell. Ich glaube, ich habe meine Farben. Und zwar diese hier sind super cute. Ich liebe die Farben. Aber mal schauen, wie sie auf meinen Nägeln aussehen. Na, ich bin jetzt echt mal gespannt. So Leute, ich bin jetzt fertig. Schaut mal, wie cool. Ich finde die so wunderschön und ich finde, sie sind auch nicht so lang. Das heißt, ich kann auch alles damit machen und sie sind wirklich fest. Und ich habe mich dafür so, für dieses Design, ich habe es euch eh gezeigt, so ist es jetzt rausgekommen. Ich habe doch ein bisschen einen knalligeren Ton genommen, aber ich liebe die so sehr. Und die matchen zu meiner Taschenkette. Das heißt, es ist alles super matchy und richtige Sommerfarben. Ich freue mich total. Das erste Mal was essen ohne Zahnspange. Er fühlt sich schon mal an, aber halt dieses Gittern ist nicht mehr da. Urangenehm. Und jetzt geht's ab zum Friseur. Das wird die letzte Veränderung für heute. Ein bisschen schnibbeln, ein bisschen föhnen. Oh mein Gott, Leute, schaut mal, wie cool. So sieht das jetzt aus und ich finde es so schön. Es gibt mir so ein bisschen 80er-Jahre-Vibes, aber I like it. Und was sagt ihr zu meinem neuen Look?